die Nordseeinsel Sylt. Hier reiht sich Ferienwohnung an Ferienwohnung. 50 davon hat der Kreis Nordfriesland bereits stillgelegt. Viele weitere könnten folgen. Denn tausende Unterkünfte sind wohl nie als solche genehmigt worden. Und sie verdrängen den ohnehin knappen Wohnraum auf der Insel. Das kritisiert auch eine Bürgerinitiative auf Sylt. Auf jeden Einwohner kämen hier jährlich 380 Übernachtungen. Das ist 8-mal so viel wie Mallorca. So, da frage ich mich, wer hat denn da wirklich auf uns nicht aufgepasst, auf uns Bevölkerung? Wir verlieren jedes Jahr 100 Wohnungen an Dauerwohnraum. Er nimmt die illegalen Ferienwohnungen ins Visier. Kreisbaurat Burkhard Janssen geht systematisch jeden einzelnen Bebauungsplan in seinen Urlaubsgebieten durch. Dafür hat er sich 10 Jahre gegeben. Am Ende wird es mit Sicherheit Situationen geben, dass nicht alle in eine Legalität überführt werden können. Deren Nutzung wird dann zwingend einzustellen sein. Ein Albtraum für betroffene Vermieter und auch für den stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Denn die Insel lebt vom Tourismus. Die Angst und Verunsicherung ist groß, sind Existenzängste da. Ja, die Angst auch innerhalb der Wirtschaft ist natürlich da. Er hätte sich gewünscht, dass der Landkreis sein Handeln früher angekündigt hätte. Der hat den betroffenen Gemeinden inzwischen mehr Zeit gegeben, ihre Bebauungspläne anzupassen. Einige Vermieter könnten so noch Genehmigungen erhalten. Das Problem gibt es aber nicht nur auf Sylt. Auch in anderen Ferienregionen gibt es ungenehmigte Ferienwohnungen.